waren heute zu Gast in Schüttorf. Hier war die Creme de la Creme des Volleyballs zu Gast. Friedrichshafen machte Station im Achtelfinale des Pokals. Nun ja, Friedrichshafen kann den Luxus der Medien sehr häufig genießen. Deswegen habe ich bei mir vom FC Schüttorf Sven Kahofer. Hallo Sven. Hallo. Das war heute Gänsehaut pur, oder? Ja, erstmal vor so einer Kulisse spielt man ja nicht jeden Tag. Wir haben bei unseren Heimspielen vielleicht 200 Zuschauer. Ich weiß nicht, heute waren sicher 1000, waren bestimmt heute da. Das ist schon was ganz Besonderes. Und ja, wenn wir dann natürlich noch den ersten Satz gewinnen, dann ist natürlich Gänsehaut pur, da will man natürlich mehr. Ne? Aber dann haut so eine Mannschaft wie Friedrichshafen, legt da nochmal eine Schippe drauf und dann, ja. Jetzt Butter an die Fische. Wir haben heute Morgen schon mal telefoniert. Kleiner Vorabcheck. Hättest du gedacht, dass ihr den ersten Satz gewinnen könnt? Oder habt ihr überhaupt gesagt in der Mannschaft, wir können die ärgern, dass es so weit auch führt, bis der Satzverlust eingetütet war? Also dran gedacht hat, glaube ich, niemand wirklich, dass wir den Satz gewinnen können. Wir wussten aber, dass wenn wir unsere Annahme gut steht und wir Sideout spielen und unsere Bälle durchbringen, dann können wir die ein bisschen ärgern. Dass es natürlich im ersten Satz so fulminant geklappt hat, war natürlich nicht zu erwarten. Ja, um Volleyballer auf Weltniveau zu spielen oder Volleyballer zu werden auf Weltniveau, braucht man sicherlich auch Gardemaß. Am besten, man klopft an die 2 Meter an. Du mit deinen 30 Jahren wächst jetzt nicht mehr. Aber was nimmst du mit aus so einem Spiel? Ja, was nehme ich mit? Ich nehme alles mit. Das ganze Feeling, alles drumherum. Heute Morgen war schon Training. Da war hier in der Sporthalle schon die Hölle los mit 100 Zuschauern beim VfB wegen Training alleine schon. Das ist natürlich, man sitzt den ganzen Tag zu Hause oder auf der Arbeit und wartet eigentlich nur darauf, dass es endlich losgeht. Und ja, ich nehme einfach alles mit, was ich noch kriegen kann. Und ja, dann sehen wir mal, was noch so passiert. Ja, Sven oder auch Nogger genannt, hat mich gefreut, heute hier Gast gewesen zu sein. Auch ich hatte Erpelpelle an der Arme. Weiter alles Gute und Pokalfrust braucht er nicht schieben. Vielen Dank fürs Interview. Ich danke dir.